Du willst endlich wieder laufen gehen. Das hast du so lange nicht mehr gemacht und es fühlt sich so gut an. Und ach, ein stechender Schmerz in der Seite überwältigt dich. Etwa, weil du nicht in Form bist? Der bohrende Schmerz sitzt direkt unter deinen Rippen. Man nennt es Seitenstiche und sie kommen bei Läufern sehr häufig vor. Seitenstiche treten meist auf einer Seite auf, daher auch der Name. Manchmal spürst du den Schmerz sogar in der Schulter derselben Seite. Das erschwert es zusätzlich, die aktuelle Aktivität fortzusetzen oder gar einfach nur zu atmen. Niemand kennt die genaue Ursache. Manche glauben, dieses unangenehme Gefühl wird durch eine mangelhafte Durchblutung des Zwerchfells ausgelöst. Das Zwerchfell ist ein muskelartiges Gewebe unter deiner Lunge. Es ist an der Atmung beteiligt, indem es rhythmisch kontrahiert und deine Lungen dehnt. Auch manche Lebensmittel können Seitenstiche auslösen. Wenn dein Magen mehr Blut braucht, um bestimmte Lebensmittel verdauen zu können, entzieht der Körper dem Zwerchfell mehr Blut. Eine andere Theorie geht davon aus, dass Seitenstiche durch die Reizung von Bändern und Membranen, die die verschiedenen Knochen, Muskeln und Organe verbinden und an Ort und Stelle halten, entstehen. Wenn du rennst, werden die Organe im unteren Abdomen abwärts gezogen. Sie wiederum ziehen an den Bändern des oberen Abdomens, wodurch es zu einer Reizung kommt. Das erklärt auch, warum eine üppige Mahlzeit vor dem Laufen zu Seitenstichen führen kann. Was haben wir also gelernt? Iss nicht direkt vor dem Laufen und vermeide konzentrierte, zuckerhaltige Getränke vor und während des Trainings. Hast du schon Seitenstiche? Versuch die Bauchmuskeln zu dehnen. Nimm dann einen tiefen Atemzug und beuge dich nach vorn, um sie wieder zu kontrahieren. Auf diese Weise kannst du deinen Lauf fortsetzen. Gut, dann lass uns mal über andere anatomische Anomalien sprechen. Die meisten Menschen sind nicht in der Lage, an ihrem Ellbogen zu lecken. Ja, ich hab's auch versucht. Egal in welchem Winkel du es probierst, deine Zunge ist einfach zu kurz. Manche Menschen sind extrem biegsam und schaffen es doch, aber die meisten von uns, keine Chance. Du kannst dir nicht die Nase zuhalten und gleichzeitig summen. Beim Summen atmest du aus. Wenn du aber Mund und Nase schließt, kann die Luft nicht entweichen. Also ja, du summst vielleicht 1 bis 2 Sekunden, aber dann ist Schluss. Und du musst den Mund aufmachen, um Luft zu holen. Du gehst in einer Gegend, die dir nicht bekannt ist, eine Straße entlang. Du betrittst irgendein Café, das nett aussieht und... Hey, hier warst du doch schon mal. Oder zumindest kam es dir kurz so vor. Déjà-vu. Es endet so schnell, wie es aufgetaucht ist. Auf Französisch heißt Déjà-vu schon gesehen. Bis zu 80% der Menschen geben an, schon mal ein solches Erlebnis gehabt zu haben. Wissenschaftler bieten dafür verschiedene Erklärungen an. Die meisten sind sich schon mal einig, dass es etwas mit unserem Gedächtnis zu tun hat. Der Theorie der geteilten Wahrnehmung zufolge hast du ein Déjà-vu, weil du das Café schon mal gesehen hast. Doch in dem Moment warst du abgelenkt und hast es vielleicht nur aus dem Augenwinkel gesehen. Dein Gehirn legt eine Erinnerung für das Gesehene an, auch wenn du dich nicht bewusst daran erinnerst, weil dir nicht bewusst war, was du gesehen hast. Eine andere Theorie behauptet, dass dein Gehirn sozusagen eine Macke hat. Das wusste ich schon. Der Bereich, der sich an Dinge erinnert, ist aktiv, aber auch der Bereich, der verfolgt, was um dich herum geschieht. Dein Gehirn lässt dich fälschlicherweise glauben, dass etwas, was jetzt geschieht, bereits in der Vergangenheit geschehen ist. Theorie Nummer 3. Du siehst das Café, aber die Information wird auf unterschiedlichen Routen durchs Gehirn geleitet. Eine liefert die Daten einen Hauch schneller aus und schon denkt dein Gehirn, dass das eine Ereignis 2 verschiedene Erfahrungen sind. Musst du auch immer gähnen, wenn du sowas siehst? Aufgewacht. Ein paar Experten sagen, dass wir beim Gähnen die Kiefermuskeln dehnen, wodurch mehr Blut ins Gesicht, Hals und Kopf gelangt. Andere sagen, die Lunge nutzt die Gelegenheit, um sich zu dehnen und zu schmieren. Man glaubt auch, dass das Gähnen eine Art Klimaanlage ist, die das Blut an der Oberfläche des Gehirns kühlt. Gähnen ist jedenfalls bei Menschen und Schimpansen ansteckend. Manche Wissenschaftler glauben, dass Gähnen ein soziales Kommunikationsmittel sein könnte. Man zeigt Empathie und übernimmt den emotionalen Zustand des Gegenübers. Daher ist Gähnen auch ansteckender, wenn du die Menschen kennst, als wenn es Fremde sind. Nicht nur gähnen, auch niesen, weinen und lachen könnte in einer Gruppe Menschen für soziale Bindung sorgen. Wenn du siehst, wie 2 Personen lachen, lächelst du vermutlich mit, auch wenn du gar nicht weißt, worüber sie lachen. Wenn du jemanden lachen hörst, wird ein Gehirnareal, das für Gesichtsausdrücke zuständig ist, stimuliert. Außerdem wird das Gehirn motiviert, sich mit den Emotionen der anderen zu synchronisieren. Daher ist es auch wahrscheinlich, dass du eine körperliche Reaktion spürst, wenn jemand weint.
Viele Tiere erzeugen Tränen, wenn sie ihre Augen spülen und eine Reizung wie Staub oder Schmutz entfernen wollen. Menschen sind die einzigen Lebewesen, die aus emotionalen Gründen weinen. Emotionale Tränen haben eine andere Zusammensetzung. Sie enthalten mehr Proteine und rollen dadurch langsamer. Sie halfen unseren Vorfahren, Trauer oder Kummer zu signalisieren. Doch normalerweise sehen nur die Personen in deiner Nähe die Tränen. Das bedeutet, dass nur die vertrauten Stammesgenossen diese Signale wahrnehmen konnten. Manche Tiere wie Seekühe, Seelöwen und Seeotter trinken hin und wieder mehr Wasser. Ihre Körper scheiden das zusätzliche Salz einfach aus. Viele Tiere, die in einer Salzwasserumgebung leben, wie Haie, einige Vögel, Schlangen und sogar Fische, verfügen über spezielle Mechanismen, um das überschüssige Salz loszuwerden. Menschen können kein Meerwasser trinken. Für uns ist es Gift, da unser Körper so viel Salz nicht ausscheiden kann. Die Nieren sind für die Abgabe des Salzüberschusses verantwortlich, aber um richtig zu funktionieren, benötigen sie Süßwasser. Aus dem Meerwasser können sie davon aber nicht genug gewinnen. Dein Körper hat eine ähnliche Muskelstruktur wie die meisten Primaten, wie Schimpansen zum Beispiel. Trotzdem sind diese Tiere viel stärker als wir. Der Mensch hat es nicht geschafft, besonders starke Muskelfilamente auszubilden. Dadurch sind wir eher schwach. Dafür haben wir für die Nahrungssuche und Jagd nützliche Fähigkeiten. Wir können Marathons laufen, Affen nicht. Auch wenn wir schwächer und langsamer sind, haben die meisten Tiere mehr Angst vor uns als wir vor ihnen. Zum Teil liegt das daran, dass wir aufrecht gehen. Manche Primaten wie Gorillas und Schimpansen richten sich vor anderen Tieren auf, wenn sie bedrohlicher aussehen wollen. So wirken sie größer, als sie tatsächlich sind. Und so ist es auch beim Menschen. Wir erscheinen größer. Und uns herumlaufen zu sehen, lässt Tiere denken, dass wir gefährlicher sind, als es der Fall ist. Das gibt uns zuweilen genug Zeit, um wegzulaufen, ehe sie merken, dass wir in Wahrheit harmlos sind. Menschen sind nicht von Natur aus nachtaktiv. Wir schlafen normalerweise nachts und sind tags aktiv. Und so sind auch unsere Körper, Augen und Gehirne entwickelt. Außerdem folgen wir einem zirkadianen Rhythmus. Er wiederholt sich circa alle 24 Stunden und reguliert unseren Schlaf-Wach-Rhythmus. Anders ausgedrückt, er sagt unserem Körper, wann Zeit zum Schlafen oder Aufstehen ist. Licht spielt dabei eine wichtige Rolle. Bei Dunkelheit wirst du schläfrig, weil dein Gehirn deinen Körper mit Hormonen, die Körpertemperatur, Blutdruck und Stressniveau senken, flutet. Doch am Tage produziert dein Körper spezielle Chemikalien, die dich aufmerksam machen. Ansonsten nimmst du einfach Kaffee. So, jetzt setz dich mal aufrecht hin. Deine Haltung beeinflusst nämlich deine Gedanken. Sie reflektieren gewöhnlich, wie du dich fühlst. Je nachdem, ob du aufrecht oder gekrümmt sitzt, ruft dein Gehirn verschiedene Erinnerungen ab. Sie sind entweder optimistisch, positiv und angenehm oder mit Momenten verknüpft, in denen du dich hilflos, machtlos und unterlegen gefühlt hast. Deswegen bin ich immer so traurig. Es ist eigentlich gar nicht witzig, wenn man gekitzelt wird. Die meisten Menschen finden es sogar äußerst unangenehm. Trotzdem lachen wir. In diesem Fall ist das Lachen eine Art natürlicher Schutzmechanismus. Wenn jemand dich kitzelt, rechnet dein Gehirn mit Schmerzen. Dein Gehirn glaubt also, du wärst in Gefahr. Deshalb beginnst du zu lachen, als Unterwerfungsgeste. Viele Menschen haben Angst im Dunkeln und dafür gibt es einen evolutionären Grund. Monster unter dem Bett mögen eher nach einem Filmszenario klingen, aber für unsere Vorfahren waren sie Realität. Sie mussten sich mit echten Wildtieren, die nachts Jagd auf sie machten, herumschlagen. Außerdem waren Menschen zu dieser Tageszeit besonders anfällig, weil sie bei Nacht nicht so gut sehen konnten. Vielleicht stammt der Begriff Mitternachtssnack ja aus dieser Zeit.